Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, alle guten Dinge sind drei. Wir machen also einen dritten Film mit den Schweizer Lokomotivlegenden. Aber vorher wollte ich mich noch verbessern. Und zwar, ich habe im letzten Film habe ich gesagt, das ist die AE 14101. Das ist natürlich Quatsch. Das ist die 11401. Das erstmal hier verbessert. Und was wir heute zeigen, ist einmal die Doppellok, die 814 11801. Mit einem langen Güterzug, Epoche 3 und 4. Dann haben wir einen Personenzug mit der RE66 in Rot und Epoche 5 Waggons dahinter. Und wir haben auch noch eine AE47, auch eine Legende. Und die zieht einen historischen Personenzug aus SBB Stahlwagen. Und die Doblok ist auch ganz nett, aber für mich ist der Höhepunkt des Schweizer Lokomotivbaus, die RE66, ein Wagenkasten, drei Drehgestelle und 10.000 PS, das ist schon was. Das ist für mich so der Höhepunkt des Schweizer Lokomotivbaus. Ja, viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen. Ciao.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.